Geschätzte Luzernerinnen und Luzerner, im Kanton Luzern können die Schlepper ihre geplanten Fahrten fast ungefährdet durchziehen. Erwischt werden sie eher zufällig bei präventiv durchgeführten Kontrollen der Luzerner Polizei. Ausgewiesen sind im Kanton nur wenige Fälle und die Dunkelziffer wird jedoch um einiges höher sein. Die Schlepper haben also bei ihrer Durchreise nicht viel zu befürchten. Dass die Kriminellen sich auf dem Kantonsgebiet unbehelligt bewegen können, scheint einmal mehr in den fehlenden Ressourcen der Luzerner Polizei geschuldet zu sein. Das schreibt die Regierung als Antwort auf Anfragen aus der Mitte. Aber nicht nur Schlepper sind aktiv, auch im Bereich Betäubungsmittel hat die Polizei alle Hände voll zu tun. Der Kanton Luzern hat sich zum Hotspot für Betäubungsmittelmissbrauch entwickelt und ist mittlerweile als Crack City bekannt. Doch der stark ansteigende Handel und Konsum von Betäubungsmitteln, insbesondere Kokain und Crack, findet nicht ausschließlich in der Stadt statt. Auch die Landschaft ist betroffen. So finden Kinder auf dem Schulgelände Beutel mit Crack-Inhalt. Handelsware. Der Handel und Konsum boomt im ganzen Kanton. Ob schon die Luzernerpolizei ihr Personal aufstockt und verstärkt, stellt sich die Frage, wie jetzt das Personal gewinnbringend eingesetzt werden kann. Mit Blick darauf, dass sich die Kriminalität im Kanton Luzern in einer enormen Geschwindigkeit entwickelt. Ja, und das Fazit daraus ist, die Regierung hält bei jeder Anfrage aus dem Parlament fest, dass die Luzerner Polizei zu wenig Personal hat. Wir stellen fest, dass das Personal bei der Polizei zwar aufgestockt wird, aber die Wirkung verfehlt und somit ausbleibt. Die Kriminalität wächst, beängstigend, schnell und agil. Wo genau liegt das Problem? Wir beide sind Mitglied in der Justiz- und Sicherheitskommission und werden an diesem Thema dranbleiben und weiter nachfragen, was und wie das Justizdepartement die Probleme angehen kann. Luzern soll kein Eldorado für Kriminelle werden, weder in der Stadt noch in der Agglomeration, weder noch auf der Landschaft.